Und die schmecken super, super lecker. Sind innen wunderbar knusprig und außen wunderschön süß mit Schokolade. Und Last Minute geht wirklich total schnell, braucht nur ein bisschen Zeit zum Trocknen. Und da kann man auch super schnell eine richtig große Menge machen. So, ihr braucht dafür eine leckere Schokolade. Zwei Töpfe, die gut ineinander passen. Ungezuckerte so Cornflakes. Ein bisschen Backpapier. Und so ein Gitter, damit es auch alles schön trocknen kann. So, ich habe jetzt hier ein großes Glas Wasser. Nimm den kleinen Topf hier mal raus und kipp hier Wasser rein. Dann muss ich den Herd natürlich noch anmachen. Ich drehe ihn jetzt auf die höchste Stufe. Ich brauche noch ein bisschen mehr Wasser, deswegen fülle ich noch ein bisschen was nach. Jetzt schaue ich wieder, wie hoch das Wasser geht. Wie ihr seht, schwimmt der Topf schon, aber ich glaube, ein kleines bisschen mehr Wasser schadet uns nicht. Deswegen mache ich noch ein halbes Glas Wasser rein. Während das Wasser gerade hochkocht, nehme ich schon mal meine Tafel Schokolade. Ich nehme jetzt erstmal eine Tafel. Ich habe hier so eine XXL-Tafel von Milka genommen, weil die Schokolade sehr lecker ist. Ich habe es auch mit Blockschokolade schon versucht, aber es schmeckt lang nicht so gut, weil die einfach einen ganz anderen Geschmack hat. Und dann breche ich die Schokolade hier raus und lege sie in den kleinen Topf rein. Jetzt verteile ich die hier so ein bisschen, damit einfach mehr Schokolade unten liegt und mehr an die heiße Fläche drankommt. So. Und wie man hier unten sieht, schmilzt die schon ein bisschen. Und genau das machen wir jetzt. Wir warten, bis die Schokolade komplett geschmolzen ist und rühren dabei ein bisschen um. Währenddessen können wir schon mal unseren nächsten Schritt vorbereiten. Und zwar habe ich hier das Gitter hingelegt. Und hier ist unser Backpapier. Das sind schon so Zuschnitte. Ihr könnt euch aber auch selbst eins zuschneiden. Hole ich mal eines raus. Und das legt ihr jetzt über dieses Gitter drüber. Jetzt müssen wir einfach warten, bis die Schokolade geschmolzen ist. Also 9 ist bei mir die höchste Stufe. Ich habe ihn jetzt auf 5 runtergestellt und warte, bis nicht mehr solche Klumpen drin sind. Ich mache die Platte jetzt am besten ganz aus. Die ist auf jeden Fall noch heiß genug und rühre hier ein bisschen weiter. Das Wasser ist ja auch noch heiß genug, das heißt, die Schokolade schmilzt auf jeden Fall trotzdem. So, jetzt sind nur noch kleine Bröckelchen drin, jetzt kann ich schon mal das nächste vorbereiten. Und zwar nehme ich jetzt diese Cornflakes, nicht auf die heiße Platte stellen. habe diesen Öffner hier aufgemacht, warte noch kurz, guck, dass keine Klumpen mehr drin sind. Und wenn das wirklich so schön hier runterläuft, dann nehmt ihr einfach diese Cornflakes und schmeißt sie hier rein. So, erstmal ja, so eine mittlere Portion und dann verteilen wir die einfach schön mit der Schokolade. Das solltet ihr dabei so gut verteilen, dass ihr keine Cornflakes mehr seht, sondern eigentlich nur noch ja, Schokoladefarben. So, also das sieht schon sehr gut aus. Ich mache noch ja, eine halbe Hand rein. Und verteile die wieder schön. So, jetzt sind die weitgehend ja, ganz gut bedeckt. Man sieht noch so ein paar Einzelne, aber das ist überhaupt nicht schlimm. Und jetzt kommen wir dazu, die hier drauf zu legen. Und zwar nehme ich hier den Topf
und mache die mit dem Löffel einfach alle auf dieses Gitter, auf das wir das Backpapier gemacht haben. Guck, dass die nicht alle auf einem Haufen sind, sondern versuch die so ein bisschen zu verteilen. Jetzt ist der Topf leer und ich habe hier super viel leckere Cornflakes-Schokoladenstückchen. Und die lassen wir jetzt einfach trocknen, bis sie nicht mehr kleben, bis sie schön durchgetrocknet sind. Das funktioniert natürlich besser, wenn ihr so einen Rost drunter habt. Wenn ihr sowas nicht habt, dann ist es auch nicht schlimm, dann brauchen die nur ein bisschen länger. Und so sieht das Ganze bis jetzt aus. So, ich habe hier natürlich vorher schon mal welche gemacht und das sind auch ein paar mehr. Und wie ihr seht, sind die auch einfach auf so einem Rost, den man normalerweise in den Ofen macht. Das ist natürlich auch gar kein Problem. Und die sind trocken, wie man auch so sehen kann. Und die breche ich jetzt einfach durch. Jetzt habt ihr ganz viele von solchen Schokocrossis, manche sind ein bisschen größer, manche ein bisschen kleiner und die schmecken super, super lecker, sind super zum Nachmachen. Man muss die Haut natürlich, bevor man das Make-up benutzt, super gut eincremen, weil sich das nämlich an trockenen Stellen, wie zum Beispiel hier habe ich manchmal eine trockene Stelle, oder an den Nasenflügeln, wenn man erkältet ist, kommt es ganz oft vor,